sagen. Jetzt, also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie abschotte von den anderen. Zum Beispiel hatte ich jetzt gestern das Gefühl, wo wir da an der Mauer saßen, noch mit Nora und Isi und ihr beide, ich weiß gar nicht, und noch Mandy, keine Ahnung, welche auf dieser Seite saß, dass ihr zum Beispiel auf einmal in irgendeine Geheimsprache hattet und dann erstmal weggegangen seid. Da habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, oder irgendwas. Ihr hattet, zum Beispiel? Ja, also, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, eigentlich. Also, was war das denn? Wir hatten uns unterhalten, auf einmal habt ihr euch weggedreht, dann irgendwas geredet, seid erstmal ins Badezimmer gegangen und dann ins Innengarten. Da habe ich auch so gedacht, so, hm, ja. Ach, das war, weißt du, was das war, als wir uns im Glashaus unterhalten haben. Ach so. Also, kurz vorher. Also. Aber das war auch erst zum Ende hin und das war auch, ich weiß nicht. Auch noch zum Thema, was ist zwischen uns? Also, wir werden nächste Woche heiraten. Das wollen wir euch nur bekannt geben. Endlich ist es raus. Nee, also es ist so. Pass auf, nochmal, um Tacheles zu sprechen. Es ist so, dass wir uns gut verstehen einfach. Das ist alles. Ich weiß, was ich draußen habe. Ich weiß aber leider nicht Bescheid, wie es draußen reagiert wird. Ihr habt für mich lange Zeit überlegt, wie soll ich das jetzt angehen? Ich kann es nur so angehen und da habe ich auch Tipps bekommen. Und eben mir Bescheid geholt, okay, das ist richtig, so wie ich es mache, von zwei Seiten. Und das ist so, dass wenn ich rauskomme und es ist alles in Ordnung, dann freut es mich unendlich, weil dann weiß ich, okay, mit dem kann ich was anfangen. Wenn ich rauskomme und ich weiß, die Koffer stehen da, dann kann ich damit auch was anfangen. Weil dann nehme ich die Koffer und gehe woanders hin und fange neu an. Weil das Thema ziehe ich schon seit 7 Jahren in meiner Beziehung mit. Dieses Thema, warum ich da, warum ich hier reinkommen bin, unter anderem. Und ja, ich stehe da an der Kreuzung und für mich ist gut, was rauskommt. Ging zwar krass, wenn ich sage, wenn die Koffer draußen stehen, dann kann ich damit umgehen, aber es ist so. Und dann kann ich mit 32 muss anfangen und dann weiß ich Bescheid. Aber ich bin jetzt einfach, ich habe da dauernd Streits gehabt zu Hause und ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Ganze. Und jetzt soll man mich nehmen, so wie ich bin und so bin ich, wie ich jetzt bin. Und wenn mich Caro gut versteht, dann verstehe ich mich gut mit dir. Ich werde nicht nach Koschenbräuch ziehen, das muss ich auch sagen. Und, aber wenn ihr ein Problem hat, weiß ich, ich kann die Caro anrufen und kann sie im Rat fragen. Und das finde ich cool. Dann, ne? Das freut mich sehr. Ich habe mir nie gedacht, dass ich hier in so einen Menschen kennenlerne. Ich habe draußen zwar auch solche, klar. Aber trotzdem ist es immer gut, wenn man noch einen hat, wo man noch eine Meinung abholen kann. Und das finde ich cool und deswegen quatsche ich viel mit dir, weil wir einfach auf selben Wellenlänge sind. Wir schauen uns Situationen hierinnen an und wissen, brauchen uns nur anschauen, wissen Bescheid, was wir drüber denken. Und das ist cool. Ich glaube, vielleicht hat auch irgendwer erinnert so jemanden. Macht einfach Freude und macht dann Spaß und man fühlt sich total geborgen. Also mir könnte es jetzt wieder im Moment nicht besser gehen. Auch wenn ich natürlich gerne einen Anruf hätte oder 3 Minuten mit meiner Freundin zu quatschen draußen, wäre natürlich sehr recht. Aber 3 Minuten Scheiße. Ja. Kannst du aus der Erfahrung sprechen. Aber ja, wie gesagt, jetzt freue ich mich nur hier sein zu dürfen, dass ich es überstanden habe letzte Woche, dass ich nur da bleiben darf. Und das ist eben zeigen kann, dass zwischen uns einfach Freundschaft ist und fertig. Und das ist es. Und wenn ich mich von dir distanziert habe, tut es mir leid, aber ich finde, dass du auch anders geworden bist. Und darauf reagiere ich einfach gleich. Und ich versuche, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber ich versuche dauernd mit dir irgendwie Kontakt zu finden. Wieder. Was aber nicht möglich ist, weil du abblockst. Und dann muss ich das so hinnehmen. Das ist ganz einfach für mich. Also ist nicht einfach für mich, sondern so. Ich finde einfach, das Thema, das ist, wenn man euch darüber gefragt hat, kam bloß von Caro so ein Argument, ja, ihr wisst nicht alles. Ja. Das geht mir so gegen den Strich, wenn ich irgendwas frage, ihr wisst nicht alles. Ja. Was soll ich da denken, wenn irgendjemand zu mir sagt, ihr wisst nicht alles. Was soll ich da denken? Da denkt jeder normale Mensch, denkt da, dass da irgendwas faul ist. Und darum, das ging mir einfach in den Sack. Und ich habe darüber mit anderen gesprochen. Ich sage euch das jetzt darüber, dass ich darüber anderen gesprochen habe. Darum sage ich euch das jetzt ins Licht. Hier vielleicht vor den Alten ist es scheiße. Ich wollte auch, dass es alle sehen, dass ich das sage. Es ist mir jetzt egal, was ihr da von mir denkt. Ob ihr da denkt, dass ich scheiße bin oder irgendwas, ist mir Rille eigentlich, wenn ich euch, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich habe mit Hassan drüber gesprochen, ich habe mit Franco, ich habe mit Kevin drüber gesprochen. Vielleicht in euren Rücken aus dem Herzen, könnt ihr euch danach angucken. Jedenfalls würde ich das loswerden. Und das war das halt, was ich denke. Euch geht es ja auch voll auf die Nüsse, dass das Thema hier so dramatisiert wird, oder? Klar, darum sind wir froh, dass es jetzt vorbei ist. Aber ihr tut auch nichts dagegen. Caro versucht. Nee, es gibt ja nichts dagegen zu tun. Ich frage mich, warum ihr das Thema jetzt eigentlich aufhört, weil das unsere Meinung ist und weil wir das so sagen wollen. Darum rufen wir das Thema auf. Gegessen, ja, für dich hat es sich vielleicht jetzt, auch für uns nicht.
Gut, dass du das auch so merkst. Also ich glaube, dass ich mich mit dir genauso hinsetze und mit dir genauso Scheiß mache und dir die Hand halte mal und Ich verstehe jetzt gerade gar nicht, warum ihr euch da jetzt so... Weil das ist unsere Meinung. Und die unsere Meinung, die haben wir jetzt. Ja, ist ja... Ich habe in den ersten Wochen, wo ich hier war, total drauf geachtet. Habe mir gedacht, ja, dass ja nichts kommt und so. Aber das bin nicht ich. Also, und ich habe schon Schiss gehabt davor, wenn ich Daniela, wenn es irgendwie Nominierung kommt, wenn ihr die Hand streichelt, dass da irgendwas kommen kann von draußen. Und habe dann den Tipp bekommen, von einer netten Person. Von wegen, hey, warum machst du es so? Warum? Du willst das wissen, was jetzt los ist. Und dann sei so, wie du bist. Und das mache ich jetzt. Und mir geht es wunderbar damit. Besser wie am Anfang, weil ich mich nicht zurückhalten brauche. Und ich weiß, wo mein Herz steht. Und für mich ist das vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, dass es draußen auch in Ordnung ist. Und, mit Streifen. So ist es. Und ich will mich auf keinen Fall zurückziehen oder irgendwas. Und das wieder, das, wie gesagt, das war jetzt vielleicht in den zwei Wochen, was vielleicht so, das kann sein. Mir ist ja ziemlich einiges durch den Kopf gegangen. Ich war kaum lustig und sehr nachdenklich und habe mich selber genervt. Bin ich eigentlich gar nicht lustig. Ja. Danke. Und, aber ich kann nicht garantieren, also es ist jetzt seit zwei Tagen gegessen und, erledigt und deswegen war es gestern auch, glaube ich, kurz beim Statement. Ich war gestern 10 Minuten beim Statement, das heißt einiges. Und somit finde ich es cool und mir geht's gut. Und ich werde sicher jetzt auch mehr von mir haben. Und das, mit dem müsst ihr jetzt leben, dass ihr jetzt mich auch wieder am Hals habt. Schon wieder Nerven. Nein! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, das reicht. Und ich möchte auch nichts dazu tun, dass ich jetzt irgendwie draußen gut dastehe. Ich möchte so sein, wie ich bin. Und mich interessiert Wille. Alex, man muss mit den Konsequenzen ja dann leben. Ja, klar. Diskutiert wird, spekuliert wird über euch. Und ja, wir vielleicht irgendwas Falsches staten und dann für euch das Konsequenzen drauf. Ich kein Problem. Eigentlich ist das der Hauptproblem. Damit wir nicht irgendwie falsch irgendwas sagen, damit es falsch draußen ankommt.